Monsieur Victor Paillon, der Henker von Toulouse, hatte seinen Geburtstag ein wenig zu kräftig gefeiert. Er war noch betrunken, als er die Guillotine aufbaute, mit welcher der Mörder Lightman hingerichtet werden sollte. Daher unterlief ihm ein folgenschwerer Fehler. Er schlug einen Nagel an einer Stelle ins Holz des Rahmens, an der auf keinen Fall einer sitzen durfte. Sie dürfen hier nicht vor. Schon passiert, Henker. Ich habe, was ich wollte. Henker, walten Sie Ihres Amtes. Nur Mut, Leitmann. Es geht schnell. Zur Hölle mit dir, Henker. Du bist der Hölle näher als ich, Leitmann. Henker, das Fallbeil. Hier. Seht doch das Beil. Mach doch den Vorschein. Henker, was ist los? Das ist doch unmöglich. Es hat sich verklemmt. Lebt doch. Hui. Leitmann lebt noch. Henker, wiederholen Sie! Sofort, Herr Stadtsanwalt. Er soll verschwinden! Muss es Fallbeil hochziehen. Der Henker versuchte dreimal, das Opfer hinzurichten. Dreimal missglückte es. Dann durchbrachen die empörten Zuschauer die militärische Absperrung und der Verurteilte wurde ins Gefängnis zurückgeführt. Nur wenige Jahre darauf gelang ihm die Flucht. Es war einige Jahre später in London, kurz vor Mitternacht. Ein Mann wartete in einer dunklen Seitenstraße. Unruhig ging er auf und ab. Der kalte Wind, der vom Fluss her kam, wehte ihm welke Blätter um die Füße. Na, da ist er ja. Endlich. Halten Sie ein, Mr. Professor. Sparen Sie sich! Ja, ich komme ja schon. Haben Sie sich entschieden? Wenn ich es nicht getan hätte, wäre ich nicht hier. Was wollen Sie von mir? Sie stehen vor dem Bankrott. Sie haben Gelder verschwinden lassen, die Ihnen nicht gehören. Jetzt sind Sie am Ende und wollen Selbstmord begehen. Wenn aber nun etwas eintritt, was Sie vor dem Ruin rettet, was dann? Was muss ich dafür tun? Ich bin bereit, Ihnen sofort mit einer größeren Summe zu helfen. Als Gegenleistung erwarte ich, dass Sie alles Geld, das ich Ihnen gebe, im Umlauf bringen, in fremde Währungen umtauschen oder notfalls verschieben, um auf diese Weise die Spur der Banknoten, deren Nummern der Polizei bekannt sind, zu verwischen. Als Bankier haben Sie die Möglichkeit dazu. Ich verstehe. Sie sollen als mein Agent tätig sein. Was ist der Rote Kreis? Sie. Ich? Sie sind der Rote Kreis. Unter anderem. Sie haben 100 Mitarbeiter, von denen Sie keinen je kennenlernen werden. Und von denen keiner Sie kennt. Und Sie? Ich kenne Sie alle. Willigen Sie ein? Ja. Nehmen Sie das hier, diesen Umschlag. Es ist Geld drin. Und dann steigen Sie aus. Ja. Versuchen Sie nicht, sich eine Zigarette anzuzünden. Ich müsste annehmen, dass Sie es nur tun, um einen Vorwand zu haben, sich vorzubeugen. Vergessen Sie nicht, mein Lieber, dass jeder, der mein Gesicht sieht, die Wahrheit nur in der Hölle verraten kann. Ich habe verstanden. Am nächsten Morgen frühstückte Jack Beardmore auf der Terrasse. Zusammen mit Derek Yale, dem Detektiv, und seinem Vater, der seltsam unruhig und nervös war. Ich weiß nicht, warum dieser Mensch heute Morgen nicht wiedergekommen ist. Welcher Mensch? Meine Maul. Mr. Maul wollte Sie noch einmal besuchen, oder? Ja. Ich will lieber Freund anrufen und ihm sagen, dass er noch nicht da ist. Ich
weiß, dass er früher in zwielichtige Geschichten verwickelt war, aber auch, dass er jetzt auf anständige Weise sein Geld verdient. Möchte wissen, was den gestern so außer Fassung gebracht hat. Ich habe keine Ahnung, Vater. Ein schwaches Herz, glaube ich, oder sowas ähnliches. Er erzählte, dass er ab und zu Anfälle habe. Naja, ich werde einen kleinen Spaziergang machen. Muss in Ruhe über ein paar Dinge nachdenken. Mr. Beatmore? Nein, Yale. Ich verspreche Ihnen, dass ich das Grundstück nicht verlasse. Außerdem glaube ich, dass die Drohungen von diesen Erpressern nicht so ernst zu nehmen sind. Und das Zeichen am Baum? Wenn man 100.000 aus mir herauspressen will, muss man schon ein anderes Geschütz auffangen. Also, ich gehe. Glauben Sie wirklich, dass mein Vater in Gefahr ist? In Gefahr? Ja, er sollte in den nächsten Tagen sehr vorsichtig sein. Hoffentlich haben Sie Unrecht. Vater scheint die Drohung nicht so ernst zu nehmen wie Sie. Ich wünschte, er würde den Roten Kreis nicht auf die leichte Schulter nehmen. Naja, immerhin war er bei Hauptinspektor Paul. Das ist schon mal ein Fortschritt. Paul? Paul ist ein guter Mann. Langsam, aber gründlich. Allerdings muss er wohl seine Entlassungsgesuche einreichen, wenn es ihm nicht gelingt, den Roten Kreis zu sprengen. Was war das? Ein Schuss? Es war dort drüben bei dem Wäldchen, wo mein Vater ist. Schnell! Schnell, kommen Sie! Oh mein Gott. Es wird doch auch nichts passiert sein. Vater! Vater! Vater, wo bist du? Ja, da liegt er. Vater! Drei Minuten vor der vereinbarten Zeit kam ein Wagen durch die Curzon Street gefahren und hielt an der Ecke der Clark Street. Thalia Drummond trat ohne zu zögern an das Auto heran, öffnete die Tür und stieg ein. Das Gesicht des Fahrers war nicht zu erkennen. Sie sind gestern vom Polizeigericht wegen Diebstahls verurteilt worden. Gestern Nachmittag haben Sie eine Anzeige aufgegeben, in der Sie eine Stellung suchen. Ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Laufbahn als Diebin fortsetzen wollen. Wollen wir wirklich darüber reden? Wenn Sie meine Dienste in Anspruch nehmen wollen, erlauben Sie mir eine Frage. Bitte. Was wäre geschehen, wenn ich die Polizei verständigt hätte und mit Inspektor Paul und dem schlauen Mr. Derek Yale erschienen wäre? Dann würden Sie jetzt tot auf dem Bürgersteig liegen. Bestimmt. Ich will Ihnen Geld und eine ausgezeichnete Stellung verschaffen. Ich bin immer zur Hand, um Ihnen beizustehen oder Sie zu bestrafen, wenn Sie mich verraten. Verstehen Sie das? Vollkommen. Morgen stellen Sie sich in Robinsons Bank vor. Robinson braucht eine Sekretärin. Wird er mich denn auch einstellen? Er wird. Ich zahle Ihnen 200 Pfund für Ihre Dienste. Hier ist das Geld. Danke. Sie erhalten von Zeit zu Zeit Befehle von mir. Das ist alles. Steigen Sie aus. Am nächsten Tag fuhren Inspektor Paul und der Privatdetektiv Yale zu dem Gefängnis, in dem Ambrose Silby unter Mordverdacht festgehalten wurde. Die beiden Männer suchten ihn in seiner Zelle auf, doch Silby weigerte sich lange, etwas auszusagen. Schließlich aber trieb Derek Yale ihn mit seinen Fragen derart in die Enge, dass Ambrose Silby ein Geständnis ablegte. Silby, sagen Sie endlich die Wahrheit. Gestehen Sie. Ja, Mr. Yale. Ja, ich habe es getan. Ich habe Beardmore getötet. Na also. Ich war aus dem Gefängnis entlassen worden und völlig blank.
Da trieb ich mich in East End rum, auf der Suche nach etwas zu trinken. Und außerdem hatte ich noch starke Zahnschmerzen. Zahnschmerzen? Ja, das sagte ich doch. Weiter.